Zentralrats der Schweiz ist da Nora Illi. Der Innenpolitiker Wolfgang Bosbach. Wollten Ihre Eltern Sie noch aufhalten, als Sie sich immer entschiedener dem Islam zugewandt haben? Also bei mir war meine Konversion ja eine über mehrere Monate, gar Jahre andauernde Diskussion, Auseinandersetzungen, die auch meine Eltern miterlebt haben, die ich auch aktiv an diesem Prozess teilhaben ließ. Und für sie war es schlussendlich dann gut nachvollziehbar, warum ich zum Islam konvertieren wollte. Und sie haben diesen Schritt auch akzeptiert. Sie sagen jetzt, es ging lang. Ich hatte es so verstanden, als sei das auch wahnsinnig schnell gegangen, dass Sie 18 waren, als Sie konvertieren. Mit 16 waren Sie, wenn ich es richtig gelesen habe, Sie wissen es natürlich viel, viel toller als ich. Sie waren in Dubai, im Oman. Da beginnen Sie sich zu interessieren. Mit 18 konvertieren Sie und mit 18,5 entschließen Sie sich, ab da voll verschleiert zu leben. War es so? Ja, das stimmt, aber das sind ja zwei von 16 bis 18 Jahren, sind 2 Jahre. Und ich denke, jetzt gerade 2 Jahre bis zu dem Schritt der Konversion sind eine lange Zeit für die Auseinandersetzung. Und ich habe ja zuvor schon begonnen, mich mit dem Thema Religion über das Christentum zum Judentum, über den Buddhismus, bis ich dann zum Islam kam, auseinanderzusetzen. Sie sind in der Schweiz geboren, Sie sind dort aufgewachsen, Sie leben dort auch nach wie vor. Sie waren als noch jüngeres Mädchen in der Punk-Szene unterwegs, finden dann, wie gesagt, zum Islam, konvertieren und sind nun die Frauenbeauftragte des sogenannten Islamischen Zentralrats der Schweiz, zu dem man vielleicht sagen muss, das ist jetzt kein offizielles Vertretungsorgan aller in der Schweiz lebenden Muslime, eine durchaus umstrittene Vereinigung, ein bisschen kleiner. Ihnen wird diesem Verein nämlich eine radikal-islamische bis hin zu islamistischer Ausrichtung vorgefunden. Was haben Sie im Islam gefunden, wo Sie gesagt haben, das übertrifft alles, was ich bisher kannte und das soll mein Leben so sein? Also ich bin ja durch das Erleben des Islams zum Islam gekommen, eigentlich eben wie angesprochen auf meinen Reisen. Mich hat dann sehr fasziniert, dadurch, dass ich mich zuerst mit dem Christentum, dann mit dem Judentum auseinandergesetzt habe, hat mich fasziniert am Islam einerseits seine Vielfältigkeit und als zweiter Punkt, dass er eben die anderen monotheistischen Religionen, das Judentum und das Christentum, nicht ablehnt, sondern sich einfach als Fortsetzung sieht. Und das fanden Sie den entscheidenden Punkt? Das waren die Punkte, die mich dazu gebracht haben, mich mit dem Islam näher auseinanderzusetzen. Dann sicher sehr interessiert hat mich die Rolle der Frau im Islam, der Respekt, der mir entgegengebracht wurde, die Gemeinschaft, die man im Islam hat, sprich man betet 5-mal am Tag, es ist fest, der Islam ist fest im Alltag integriert und man betet als Gemeinschaft Schulter an Schulter, sondern es ist nicht eine Religion des Individualismus. Wenn Sie sagen, die Rolle der Frau wird dort besonders akzeptiert, werden Sie sich nicht wundern, das wissen Sie viel besser als ich, dass, glaube ich, alle Frauen ungefähr, die am Fernsehschirm sitzen, aufschreien und sagen, was genau zeichnet denn den Islam als eine frauenfreundliche Religion aus, zumal sie dann voll verschleiert vor uns sitzen. Es ist so, dass im Islam hat die Frau ganz viele Rechte und viele Möglichkeiten, sich auszuleben. Wir müssen diesen Spagat, den andere Frauen häufig ausgesetzt sind, zwischen Familienfrau und Karrierenfrau weniger machen. Wir können uns in unserer Rolle selbst entfalten. Als gutes Beispiel, wenn eine Muslime arbeitet, muss sie das Geld, das sie verdient, nicht, sie kann, aber sie muss nicht, es dem Familienunterhalt zugeben. Sondern? Sie kann es zu ihrer eigenen Verwendung ausgeben oder auf die Seite legen. Herr Bosbach, können Sie verstehen, warum Frau Illi so lebt, wie sie lebt? Nein, das ist Ihre ganz persönliche Entscheidung. Die habe ich nicht zu kommentieren, die habe ich nicht zu kritisieren. Aber dass im Islam die Rolle der Frau eine wesentlich bessere ist als in unserer Gesellschaft, das ist für mich nicht nachvollziehbar. Ich will nur 2 Beispiele erwähnen. Gehen Sie mal auf die Homepage des Islamzentrums München. Da sind so Fragen, häufige Fragen an den Islam. Unter anderem gibt es da eine Rubrik, die Stellung der Frau. Da gibt es die Frage, darf ein Moslem seine Frau schlagen? Wir würden dahinter schreiben, nein,
Und dann käme die nächste Frage. Dort wird ganz ausführlich erklärt, unter welchen Bedingungen er es nicht darf und unter welchen Bedingungen er es darf. Mhm. Wieso das frauenfreundlich sein soll, das kann mir keiner erklären. Dann gibt es die Frage zum Erbrecht. Da wird im Detail erklärt, warum es richtig ist, dass die Frau ein geringeres Erbrecht hat als der Mann. Und ganz schlimm wird es dann, wenn die Frauen sagen müssen, und das finde ich gut, dass ich ein geringeres Erbrecht habe als mein Mann. Es gibt im Islam, nach jedenfalls der klassischen theologischen Lehre, die es auch heute noch gibt, keine Gleichberechtigung. Aber die, ich nenne es mal mit meinen Worten, höhere Stellung des Mannes wird dann immer theologisch begründet und die benachteiligte Frau muss es gut finden. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Wie erklären Sie sich dann, dass immer mehr junge Menschen, auch immer mehr junge Frauen, zum Islam konvertieren und sich gar dem radikalen Islam zuwenden? Wir haben eine Quote von etwa 20%, also 80% sind Männer. Wir sprechen jetzt von denen, die ausgereist sind. Da haben wir ziemlich gute Erkenntnisse. 20% sind Frauen. Mhm. Aber die Zahl der, ich sag's mal, jungen Mädchen, die sind ja zum Teil 17, 18, 19 Jahre alt, sind in den letzten Monaten deutlich gestiegen, weil Seelenfänger unterwegs sind. Die Versprechungen machen diese selbstverständlich in der Realität nicht eingehalten werden. Das sind junge Menschen, die sind unsicher, sie haben vielleicht negative Erfahrungen, es gibt häusliche Probleme und ihnen wird suggeriert, der Islam ist nicht das Problem, der Islam ist deine Erlösung, ist deine Zukunft und der Islam hat auf alle Fragen eine Antwort. Und vor Ort angekommen sieht das Leben dann oft sehr, sehr anders aus. Ich selber habe zwei Fälle in meiner Sprechstundenarbeit aus meiner Heimat. Sie ähneln sehr Ihrem Fall. Und die Gespräche mit den Eltern waren für mich wirklich das Beeindruckendste der letzten Jahre. Es ist für die Eltern die absolute Katastrophe, wenn sie auf diese Weise ihre Kinder verlieren. Auch wenn in Anführungszeichen nur auf Zeit verlieren. In einem Fall, meiner beiden Fälle, gibt es seit 5 Jahren keinen Kontakt mehr. Deshalb betrübt es mich, wenn Sie sagen, Sie haben das Gefühl, dass die staatlichen Behörden eher nebeneinander arbeiten als miteinander. Da muss der Staat helfen. Wir haben so viele Institutionen, die sich um diese Themen kümmern. Ich kann nur hoffen, dass jeder einzelne Fall sehr ernst genommen wird. Das ist für die Eltern eine Tragödie. Mir wird das Wort im Munde umgedreht. Es geht nicht darum, es ist im Islam so. Und im Islam haben wir die Vielfalt. Man kann selbst bestimmen, ob man Kopftuch trägt, das Gesicht verschleiert oder wie man leben möchte. Ich persönlich habe mich für diese normative Option des Nikabs entschieden. Und für mich bedeutet das erstens Selbstbestimmung und zweitens auch Freiheit, weil es nach meiner Auslegung bedeutet, dass ich aktiv an der Gesellschaft teilhaben kann. Ich kann diskutieren, ich bin ein Teil der Gesellschaft und möchte diese auch aktiv mitgestalten. Und gerade mit Verboten, wie zum Beispiel einem Gesichtsschleierverbot, mit einem Verbot vom Beten in öffentlichen Räumen, damit schließt man die Muslime aus der Gesellschaft aus. Nein, sie schließen sich selber aus. Nein, damit werden Muslime aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Und hier beginnt das Problem, wo dann eben die Radikalisierung beginnt. Wo? Wenn Muslime aus der Gesellschaft mit solchen Verboten ausgeschlossen werden. Nein, Muslime nicht, aber diejenigen, die sich ausschließen mit dem Burka oder dem Niqab. Und das, was sie tragen, schließt sich aus dieser Gesellschaft aus. Sie haben keine Identität. Diese Mimik ist wichtig für die alltägliche Kommunikation. Ob sie das freiwillig machen oder nicht, interessiert mich nicht. Sie tragen ein politisches Symbol. Und dieses politische Symbol hat eine gewisse Argumente dahinter und seien Sie bitte ehrlich und sagen Sie diese theologische und politische Argumente, die dahinter stehen. Das können Sie nicht verstecken. Es stecken keine politischen Argumente dahinter, sondern rein theologische. Und Sie würden ja wahrscheinlich auch das Kopftuch als politisches Argument ansehen. Welche theologische, ansehen, bitte? Sondern es ist ganz klar, es ist im Islam verankert, es ist nach allen 4 Rechtsschulen, sind Sie sich einig, dass der Niqab eine normative Option ist und ebenso wie das heißt, auch das Kopftuch eine Kultushandlung ist im Islam. Okay. Es ist ganz klar, dass auch das Gebet jeder Muslim
betet fünfmal am Tag, wenn er seine Religion praktiziert. Ja. Wenn ihm das in öffentlichen Gebäuden, am Arbeitsplatz untersagt wird, schränkt man ihn in seiner Religion ein. Wir reden hier nicht darüber. Wir reden hier über Burka und Niqab. Wir sprechen hier über Radikalisierung. Und Sie haben die theologischen Gründe nicht genannt. Ich erkläre Ihnen, wo das die Radikalisierung beginnt. Dann sagen Sie und sie mir beginnt bitte, hier, welche wo wir Muslime Gründe nicht sind. In der Tat wirtschaftlich und gesellschaftlich wirklich an der Gesellschaft teilnehmen Sie können. Dürfen wenn wir keinen Platz in der Gesellschaft bekommen, ohne dass wir unsere Werte, unsere Religion aufgeben müssen, wollen Sie hier missionieren? Jetzt wollen Sie nicht den Opfer übernehmen. Die Muslime können in dieser Gesellschaft, Entschuldigung, Sie sehr gut leben. Sie machen sich Sorgen über die Radikalisierung. Dann wird man kaum Sie machen sich Sorgen um die Radikalisierung zum Nachteil der Muslime in einem Land, in dem es tausende Moscheen und Gebetshäuser gibt. In einem Land, wo es Religionsfreiheit gibt, nicht nur für Christen. Da machen Sie sich Sorgen. Machen Sie sich eigentlich keine Sorgen um die Christen in Saudi-Arabien, denen noch nicht mal das religiöse Existenzminimum gewährt wird. Wir erlauben hier die Koran-Verteilungsaktion LIS. Versuchen Sie mal mit einer Bibel nach Saudi-Arabien einzureisen. Die könnten keinen Fuß ins Land setzen. Sie machen sich Sorgen um die Muslime in Deutschland. Die meistverfolgte Gruppe, das sind die Christen weltweit und nicht die Muslime. Und wenn Sie sagen, lasst uns nicht das Trennende betonen, sondern das Gemeinsame, da bin ich bei Ihnen, dann lassen Sie uns mal Hand in Hand dafür streiten, dass die Christen in den islamischen Ländern genauso viel Religionsfreiheit bekommen wie die Muslime bei uns. Ich will kurz zu unserem Strang gehen. Danach fragen wir heute in der Sendung. Sie Ihre haben Aussage das, was wir, von vorhin, was wir, mich als Nicht-Muslime zu deklarieren, ist auch abwertend. Und mit dieser, Sie sind Teil der radikalen Islam. Nein, Sie haben gesagt, dass meiner Ansicht drei Muslime, nicht vier. Und mit dieser Haltung sind Sie nicht anders als IS und andere Gruppierungen, die ich natürlich selbstverständlich ablehne. Darum geht es nicht. Ich habe ganz klar verstanden, dass das Schlagwort Werte kommt. Und das, was wir hier haben, die Problematik, ist ganz klar, Muslime müssen in der Gesellschaft akzeptiert werden. Wir leben in Deutschland in einer freiheitlich-pluralistischen Gesellschaft, genau, wo auch verschiedene Werte, Wertesysteme akzeptiert werden müssen. Und es kann nicht sein, dass wir Muslimen nur auf einer Augenhöhe begegnen und miteinander diskutieren können, wenn zuerst die Muslime ihre Religion und ihre Werte und ihre Kultur aufgegeben haben. Aber wir reden gerade über den Punkt, Frau Illy, haben Sie aber natürlich auch pfiffig mitbekommen, dass es auch in den islamischen Gemeinden radikale Kräfte gibt, bei denen man sehr genau hinschauen muss, mit wem haben wir es da eigentlich zu tun. Herr Manet hat das aus der Erfahrung im Umgang auch mit seiner Tochter geschildert. Wir haben uns einen Hassprediger angeschaut, der vielleicht bei Ihnen, Herr Sabri, nicht gepredigt hat, wie er das an anderer Stelle schon getan hat. Aber da sind wir bei einem erheblichen Problem, finde ich, Herr Bosbach. Was macht der deutsche Staat damit, dass er, ich will mal so ein paar Zahlen sagen, damit wir vielleicht eine gute Vorstellung bekommen, dass er in Deutschland geschätzte 2600 Moscheegemeinden hat, von denen die allermeisten sicherlich eine gute Arbeit machen und sich in guter Weise ihren Gemeindemitgliedern zuwenden. Der Verfassungsschutz überwacht allerdings 90 Moscheen und seit 2002 sind 10 geschlossen worden. Jetzt haben wir meine Vorstellung. Sie mich überrascht bei der Zahl. Gut. Okay. Ja. Tut der Staat genug, um zu verhindern, dass in den Moscheen zur Gewalt aufgerufen wird? Nur zu dem Begriff der Moschee. In meiner Nachbarstadt Köln entsteht ja gerade eine sehr große, repräsentative Moschee mitten in der Stadt. Es gibt noch sehr kleine, sehr bescheidene, eher Gebetshäuser. Und bin etwas stutzig geworden bei der Zahl 90, weil ich weiß, dass in meinem Heimatland Nordrhein-Westfalen alleine 55 Moscheen bzw. Moscheegemeinden. Okay, und bin ich gerne bereit zu korrigieren. Was halten Sie für die wahrscheinlichere Zahl? Dann wäre das ja der absolute Hotspot. Es dürften einige hundert sein. Nordrhein-Westfalen etwa so zwischen 25-30% der Bevölkerung. Wenn Sie jetzt den Bundesdurchschnitt nehmen, dürften es schon mehr sein. Gucken wir nochmal nach, morgen auf die Homepage. Und füge hinzu, in NRW sind es auch in Anführungszeichen nur 7% der Moscheen oder Moschee
gemeint. Beobachtungsobjekt ist schon ein Rechtsbegriff. Von den Vereinsverboten, die erlassen worden sind in den letzten Jahren, war etwa die Hälfte im rechtsradikalen Bereich, die andere Hälfte im islamistischen Bereich. Also da, wo der Staat eingreifen kann, tut er es auch. Die Trennlinie, Frau Will, verläuft woanders und da reden wir im Moment drumherum. Ich greife mal den Gedanken verschiedene Wertesysteme auf, wo die Trennlinie in unserem... Ich will aber einhaken bei der Sache, dass Sie sagen, er tut genug. Herr Manet hat Ihnen ja eben gesagt, er tut nicht genug, der Staat. Nein, natürlich nicht. Entschuldigung, ich habe gesagt, da, wo der Staat eingreifen kann, es müssen ja die rechtlichen Voraussetzungen für ein Vereinsverbot vorliegen, da handelt der Staat auch konsequent. Und jetzt versuche ich mal zu schildern, wo die Trennlinie verläuft. Es geht doch nicht um die religiöse Überzeugung eines Einzelnen. Es geht doch nicht darum, ob er seine Gebete verrichtet. Es geht nicht um die Speisevorschrift. Es geht nicht um das Fasten. Das ist alles die private Lebensentscheidung des Einzelnen. Die Trennlinie verläuft da, wo im Namen des Islam Rechte und Werte gepredigt oder vertreten werden, die im Widerspruch stehen zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung unseres Landes. Und da kann ich nur sagen, dieser politische Islam, der Islamismus, der Scharia-Islam gehört nicht zu unserem Lande. Er bekämpft die freiheitlich-demokratische Grundordnung unseres Landes. Deswegen kann ich nur sagen, Toleranz ja, aber nicht Toleranz auch noch denen gegenüber, die gar nicht daran denken, uns gegenüber tolerant zu sein. Also da muss man natürlich haben Sie sich ausreichend unterstützt gesehen, Herr Manet, durch Staatsschutz und Polizei. Da würde ich sogar noch ein kleines Stück weitergehen und sagen, wo er im Widerspruch steht zur deutschen Kultur. Das ist ja das Problem im Endeffekt. Das ist das Problem, was wir ja hier auch haben. Und so leid es mir tut, aber eine Nijab gehört nicht zur deutschen Kultur. Ja. Ich glaube, wir müssen ganz klar da einhaken, wo wir die Rechtsordnung und die Werte trennen müssen. Es ist ganz klar, dass jeder in Europa Lebende oder in Deutschland Lebende sich zu der deutschen Rechtsordnung bekennt. Das ist undiskutabel klar. Jedoch sollte es möglich sein, in einem pluralistischen System, dass verschiedene Werte diskutieren werden können. Es sollen verschiedene Werte akzeptiert werden oder toleriert zumindest. Und Werte sind fließend. Wenn wir das nicht mehr zulassen, dann kann es keine Sozialisten mehr geben. Dann haben wir einen absoluten Wertetotalitarismus. Und ob uns das wirklich weiterbringt, ich würde es an einer anderen Stelle gerne konkret das machen. Ist das ist fraglich. Der andere Punkt, wenn wir schon über Zahlen gesprochen haben, in Bezug auf die Moscheen und wie viele Moscheen geschlossen worden sind, denke ich, ist es auch wichtig, dass wir einmal darüber sprechen, wie über die islamophoben Angriffe, die wir Muslime, was ich ganz klar auch eine Ursache der Radikalisierung sehe, müssen wir mal darüber sprechen, zwischen 2001 und 2015 hat es über 420 Brand- und Sprengstoffanschläge auf islamische Institutionen gegeben, 75 davon alleine im Jahr 2015. 17,5% der deutschen Bevölkerung bezeichnen sich selbst als islamfeindlich. 2014 und 2015 sind es 21,3%. Das sind doch Zahlen, was die uns erschrecken. Zahlen? Woher haben Sie die? Die sind von der Institut für Gewalt und Präventionsforschung. Ich kann Ihnen die Quelle nachher gerne zeigen. Kommt Ihnen das realistisch vor, Herr Bosbach? Dass also, 17,5% der Deutschen, so hatten Sie gesagt, sich selber als islamophob bezeichnen? Als islamfeindlich. Als islamfeindlich? Ich weiß nicht, wer die Studie oben hat. Ich kenne die Zahlen nicht. Ich weiß auch nicht, nach welcher Methode die Untersuchung vorgenommen worden ist. Weiß ich nicht. Dass es auch in unserem Land wie in anderen Menschen in anderen Ländern Menschen gibt, die dem Islam sehr, sehr kritisch oder feindlich gegenüberstehen, das glaube ich. Das ist aber nicht das Thema, sondern das Thema ist, dass heute, der sich jeder kritisch äußert, der sagt, wehret den Anfängen, pauschal in diese Ecke gestellt wird und als islamophob bezeichnet wird. Das ist ja auch ein geschickter Trick. Sagen Sie mal, woher dieser Begriff kam. Das ist auch wichtig, zum Thema. Um die Probleme erst gar nicht zu diskutieren. Und meine Lebenserfahrung sagt mir, wenn du einmal beginnst, Probleme zu ignorieren und zu tabuisieren, werden sie immer größer, bis sie eines Tages nicht mehr lösbar sind. Wir reden erst noch mal über die Repressionen, die Frau Illy angesprochen hat und die sie als einen Grund nimmt, weshalb ein junger Mensch sich tatsächlich so weit radikalisieren kann, dass er in den sogenannten Heiligenskrieg ziehen will. Zumindest hat sie es auf der Homepage ihres Vereins so geschrieben.
Auf der Internetseite des Islamischen Zentralrats in der Schweiz richtet sich Nora Illi an Jugendliche, die in den Krieg nach Syrien ziehen wollen. Muslime sind, und da gibt es nichts schönzureden, weltweit massivsten Repressionen ausgesetzt. Kein Wunder also, dass die Versuchung riesig sein muss, aus diesem Elend auszubrechen. Ja, die Hijra, also die Einreise in ein islamisches Land, nach dem Vorbild des Propheten zu vollziehen, um dann im gelobten Syrien gegen die Schergen Assads und für Gerechtigkeit zu kämpfen. Daran ist aus islamischer Sicht auch gar nichts auszusetzen. Eine solche Überzeugung muss man, in den hiesigen Kontext übersetzt, als Zivilcourage hochloben. Doch die so einfach scheinende Narrative aus Facebook und YouTube können die brutale Kriegsrealität vor Ort nur für kurze Zeit überblenden. Bald schon wird einem angereisten Teenager klar sein, dass der Krieg nichts mit der einst in der geheizten Stube verklärten Wunschträumerei zu tun hat, sondern eine bitterharte Langzeitprüfung mit ständigen Hochs und Tiefs ist. Frau Illi, ermutigen Sie hier junge Menschen, in den Heiligen Krieg zu ziehen, weil Sie ihnen sagen, ich habe Verständnis dafür, dass Sie sich die jungen Menschen, nämlich wie Sie schreiben, weltweit massivsten Repressionen ausgesetzt sehen und die Versuchung, aus dem Elend auszubrechen, deshalb riesig ist? Nein, ich versuche damit aufzuzeigen, dass eine junge Frau als Beispiel, mit der ich auch in Kontakt war, alle Perspektiven sozusagen genommen wurden. Sie konnte keine Lehrstelle finden, sie hatte zu Hause familiäre Probleme, das wurde ja alles bereits angesprochen. Und aus diese Repressionen, die sie erfahren hat, sprich, dass sie aufgrund ihres Kopftuches keine Lehrstelle gefunden hat, dass sie diesen ständig islamophoben Angriffen aus der Gesellschaft ausgesetzt war. Das war ihre Motivation. Sie fühlte sich von der Gesellschaft ausgeschlossen und wollte ausbrechen. Und da erschien ihr Syrien als das gelobte Land als einziger Ausweg. Was ist gelobt in Syrien? Aber wie auch dort also ganz klar im Bericht erwähnt wird, also bitte hören Sie auf, das geht gar nicht. Dass das ist so eine harte Kriegsrealität hat, habe ich ja auch erwähnt, dass eben nach kurzer Zeit diese jungen Teenager aufwachen und merken, dass sie eben nicht einfach in einem gelobten Land gelandet sind, sondern in der brutalen, harten Kriegsrealität. Aber und das ist das ganz das viel, nicht, das viele ausblenden. Wenn Sie am Schluss sagen, mindestens an dem Schluss, den wir jetzt gezogen haben, weil wir nicht immer weiter das zeigen wollten, verniedlichen Sie, in den Krieg zu ziehen, wenn Sie sagen, als dieses sei eine bitterharte Langzeitprüfung mit ständigen Hochs und Tiefs? Nein, überhaupt nicht. Ich stelle ja damit ganz klar, dass es eben ein sehr großer Schritt ist, dass in einem Kriegsgebiet leben, damit gibt man sein Leben auf. Es ist nicht das, wo man eben im Internet die jungen Mädchen mit diesen, mit diesen Heldenbildern, die diese Männer hier erzählen, du hast ein schönes Haus, ich werde für dich da sein, das entspricht eben nicht der Realität. Wäre es nicht viel einfacher, das haben Sie nicht geschrieben. Zu schreiben, geht auf keinen Fall. Das wäre doch leicht gewesen, oder? Das schreiben Sie aber nicht. Geht auf keinen Fall in diesen Krieg. Zack, aus Ende. Das wäre ja ein Satz gewesen. Es geht doch darum, dass wir diese Leute ansprechen. Und wenn man auch, was wir in diesem Bericht ja auch raten, ist, dass die Eltern mit den Kindern in einem Kontakt bleiben und versuchen auch Verständnis zu zeigen für ihre Intention und mit ihnen in einem Dialog stehen und sie so versuchen, mit der Realität zu konfrontieren. Können Sie das anerkennen, Herr Mansour? Sie bleibt im Kontakt. Sie möchte im Kontakt bleiben. Sie möchte diesen jungen Menschen nicht alles erziehen, entziehen an Verständnis. Nicht auf diese Art und Weise. Entschuldigung, es gibt auch andere Menschen, die diese Leute ansprechen können. Natürlich müssen die Eltern im Kontakt bleiben. Natürlich spielt Bindung eine große Rolle. Natürlich muss man das Gefühl, die Kinder das Gefühl geben, dass sie eine Adresse haben, wenn sie irgendwie Zweifel haben oder zurückkehren wollen. Das ist aber hier Propaganda. Also, das ist eine Art, das ist ein ganz klarer Ruf dazu, dass die Menschen sich nach Syrien gehen. Ja, das kann man in einem öffentlichen Fernsehen nicht machen. Ich verstehe das nicht. Frau Will, ich verstehe das nicht. Entschuldigung. Dass wir den Dialog... Das ist kein Dialog. Das ist eine offene Kriegspropaganda. Frau Will, betonen Sie das jetzt bitte nicht persönlich. Ist er wirklich nicht persönlich gemeint?
Es wird zu Recht gesagt, müsste der Staat nicht noch mehr tun, um das zu verhindern? Und dann läuft im öffentlich-rechtlichen Fernsehen so ein Text. Bitterharte Langzeitprüfung hört sich ja an wie Iron Man. Herr Bosbach, Sie haben schon verstanden, dass das unser Text ist. Nein, nein, das weiß ich, klar. Aber das haben doch jetzt Millionen gesehen. Es ist keine bitterharte Langzeitprüfung. Es ist eine barbarische Terrorarmee, die mit unglaublicher, barbarischer Grausamkeit gegen alle vorgehen, die sich nicht unterwerfen. Übrigens auch gegen Muslime. Auch gegen Muslime. Und dann zu sagen, passt auf, was ihr da macht, das müsst ihr euch gut. Das geht gar nicht. Hier gibt es nur eins. Hände weg, bleibt hier. Es geht ganz klar darum, wenn wir in so einem Kontext mit einem Kind oder mit einer jungen Frau sprechen und ihr ganz klar sagen, Hände weg, bleibt fern von dort, das Krieg ist immer brutal, dann wird sie uns nicht zuhören. Doch. Es geht, egal, nein. Doch, wenn man es geht ganz klar darum, dass man das Verständnis zeigt. Und man muss auch mal ganz klar sagen, in Syrien muss man ganz klar sagen, gibt es ja nicht nur die muslimische Seite, sondern wir haben ja auch ganz viele andere Parteien, wie zum Beispiel, wenn wir zurück zum Ursprung schauen, da sind die Syrer aufgestanden gegen ein diktatorisches Regime, das gefoltert hat, wo der Bevölkerung jegliches Recht auf Selbstbestimmung, auf Meinungsäußerung genommen hat. Das war der Ursprung der syrischen Revolution. Und jetzt ist es besser. Jetzt ist es besser in Syrien. Das ist unverwendet, alle gleichzeitig. Ja, aber wir müssen irgendwann auch aufhören. Das alles. Nee, das muss ja niemand, Herr Mantur. Doch, wenn man Propaganda betreibt, dann muss man. Zu unserem Werteverständnis, dass wir uns mit den Meinungen anderer auseinandersetzen. Und das tun wir hier auch. Propaganda. Und ich will auch noch einen Gedanken mit reinwerfen, Herr Bosbach. Auch Deutschland beteiligt sich am Kampf gegen Assad. Es ist ja nicht so, dass es keine Legitimation dazu gäbe, denn dann würden Sie sie auch nicht verfolgen, dass man gegen Assad kämpft, oder? Also es geht nicht um den Kampf gegen Assad, sondern es geht um den Kampf gegen den Islamischen Staat, eine Terrorarmee von 40.000, die mit barbarischer Grausamkeit vorgehen, die im Syrien und im Irak militärisch durch eine Streitmacht von 40, 50 verschiedenen Staaten, wir machen das von Incirlik aus mit unseren Kompetenzen, Luftbetankung und Luftüberwachung unter Druck gerät und deshalb verstärkt im Internet, manche sprechen ja schon von einem digitalen Kalifat unterwegs sind. Und zwar, man kann ja mal mit den Peschmerga sprechen, als sie Teile des Sinjar-Gebirges freigekämpft haben, was dort gefunden wurde. An Grausamkeiten nicht zu überbietenden Zeugnisse des abrückenden Islamischen Staates. Ja. Und dann auf diese Weise, ich sag mal, nochmal abwägend, einen abwägenden Text ins Netz.